Heute vergleiche ich das Huawei P30 Pro mit dem LG G8 X-Think. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Merkmale der Produkte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es einen Gewinner. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unter dem Video verlinkt. Design. In der Kategorie Design gewinnt das LG G8 X-Think sehr knapp mit 77 zu 75 Punkten. Das P30 Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 5,1 mm schmaler, 1,3 mm kürzer, 0,5 Meter tiefer unter Wasser noch dicht und 7,3% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das LG G8 X-Think eindeutig mit 97 zu 67 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 1,3% höhere Pixeldichte und hat einen zweiten Bildschirm. Das P30 Pro kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 1,1% größere Bildschirmgröße. Leistung. Bei der Kategorie Leistung ist das LG G8 X-Think mit 91 zu 76 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 6% schnellerer Prozessortakt, hat NX-Bit, 0.8 neuere Version von OpenCL und 2 Speicherkanäle mehr. Das P30 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 2 GB mehr Arbeitsspeicher und 384 GB mehr interner Speicher. Kameras. Beim Punkt Kameras gewinnt das P30 Pro eindeutig mit 89 zu 67 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 2,7-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 11,1% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, es hat einen manuellen Fokus, schießt 360 Grad Panorama, hat Laser-Autofokus, hat ein Markenobjektiv, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und 5-fach größerer Zoombereich. Das LG G8 X-Think hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung und 5% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio ist das LG G8 X-Think mit 87 zu 12 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher, hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Akku. In der Kategorie Akku sind beide Geräte ebenbürtig mit 95 Punkten. Folgendes Merkmal hat das P30 Pro. 5% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften ist das P30 Pro mit 91 zu 82 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Unterstützt 2 SIM-Karten, 33% schnellere Uploads, hat einen Infrarotsensor, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung, kann als PC benutzt werden und hat Bluetooth aptX. Das LG G8 X-Think kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 14,3% schnellere Downloads und unterstützt 5G. Ergebnis. Mit 84 Punkten schlägt das Huawei P30 Pro in der Gesamtwertung knapp das LG G8 X-Think mit 80 Punkten. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unter dem Video verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.